So, ihr Lieben, Abdullah-Tipp hier. Wie heißt du und wo kommst du her? Ich bin Emma und ich komme aus Buxtehude. Und du? Ich bin Ole und ich komme aus Kiel. Und du? Ich bin Lars und ich komme auch aus Buxtehude. Ja, ich bin Lukas und ich komme auch aus Kiel. Sehr schön. So, meine Frage heute ist, was würdet ihr auf der Welt ändern, wenn ihr konntet? Also, wenn ich alles machen könnte, dann auf jeden Fall die Hungersnot besiegen und weniger Fleischproduktion. Okay. Sorry, das waren zwei. Alles klar. Okay. Ja, ich würde auch auf jeden Fall, Hungersnot hört sich ganz gut an, aber es sind halt so Standardsachen, ne? Krieg beenden, dass nicht immer alle Leute sich gegenseitig bekämpfen müssen, sowas, Religionskriege und Eroberungskriege um Gebiete, die halt wirklich nicht entscheidend sind, wo es dann unnötige Tote gibt vor allem. Okay. Und gibt noch was weitere oder was du dann sagen wolltest? Oder? Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Okay. Und du? Oh, ich finde das ein bisschen schwierig gerade, aber dadurch, dass wir die normalen Sachen schon so weg haben, würde ich sagen, vielleicht, dass einfach besonders so in Deutschland die Leute vielleicht mal ein bisschen entspannter drauf sind und nicht alle immer so, weiß nicht, ich habe alle immer so streng mit dem Leben und ein bisschen mehr Leben genießen, mehr Bier trinken, mehr im Park sitzen. So, danke schön. Und ich bin hier, wie heißt du und wo kommst du her? Ich heiße Tonio und ich komme aus Palo, ein kleiner Ort in Sauerland. Okay, schön. Was würdest du auf der Welt ändern, wenn du dran bist? Das Leid aller Menschen. Kein Mensch mehr sollte auf diesem Planeten leiden. Okay, warum hast du diese geile, interessante Thema entschieden? Ich habe viel Leid auf diesem Planeten schon gesehen. Ich habe selbst Leid an meinem eigenen Leben erfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass es besser wäre, wenn niemand auf diesem Planeten leiden würde. Vor allem Kinder, die dazu kommen. Sehr guter Punkt. Danke schön. Das war's. So, Abdullah-Tipp hier. Matthias. Thomas. Achmat. Und? Anja. Und? Baki. Okay, sehr schön. Wir machen, ich habe eine Frage. Ich frage euch, Kai, was wollen Sie auf der Welt ändern? Wenn ich könnte, was ich auf der Welt ändern wollte, alle Waffen weg. Okay. Warum haben Sie für diese, nur auf diese Dinge entschieden? Ich habe nicht nur auf diese Dinge entschieden, aber die Geschichte zeigt uns, dass 3000 Jahre Kriege nichts besser machen. Okay, guter Thema und kann er weitergehen. Was denken Sie? So, also was ich gerne machen würde, mehr zu gucken, dass die Lebensmittel bewusster genutzt werden. Ich glaube, es gibt genug Lebensmittel auf dieser Welt, um Menschen zu ernähren, aber sie werden teilweise verschwendet. Ein Bäcker hier in Deutschland von 8 bis 20 Uhr Brot in der Auslage liegen haben muss und es wird danach weggeschmissen, dann haben wir zu viele Lebensmittel. Oder wir benutzen zu viel von unseren Ressourcen. Sehr guter Punkt. So, geht weiter. Ja, also ich finde, eines der wichtigsten Sachen in unserer heutigen Zeit ist der Umgang mit der Frau und auch die Beziehung zwischen Mann und Frau überhaupt gesehen wird und umgesetzt wird. Und da würde ich mir wünschen, dass es mehr selbstbewusste und starke Frauen gibt und auch Männer gibt, die sich trauen, dem entgegenzutreten oder mitzuleben und es herauszufordern. Sehr gut. Und was denken Sie? War die Frage? Was wollen Sie auf der Welt ändern, wenn Sie konnten? Bildung für alle. Schulen. Überall. Kein Dorf. Alles klar, das war's. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Hi, Abdullah-Tipp hier. Wie heißt du und wo kommst du her? Ich bin Leonard, komme aus Hamburg. Und du? Ich bin Morten, 20 Jahre alt und komme auch aus Hamburg. Jawohl, so, was würdest du auf der Welt ändern, wenn du konntest? Also ich würde wollen, dass die ganzen Kriege aufhören. Das wäre mir ganz wichtig. Ja. Okay. Und du? Ich habe da ein bisschen tiefere Stimmung. Es kommt natürlich immer darauf an, wo kommst du her, da variiert das natürlich. Aber mir ist vor allem wichtig, dass Welthunger, dass wir, wie mein Freund schon angesprochen hatte, Frieden herrscht in der Welt. Und aber vor allem für jeden ein ganz normales Leben gesichert wird in irgendeiner Form. Und die Möglichkeit, den Leuten überhaupt zu geben, das ist mir wichtig. Sehr. Abdullah-Tipp hier.
انا ساسالك باللغه الالمانيه فانت تجيبني باللغه العربيه فهمتني wie heißt du und wo kommst du her انا اسمي بخيت ومن السودان بخيت was würdest du auf der welt ändern wenn du könntest انا لو استطيع ان اغير شيئا في العالم اغير اشياء كثيره في العالم لانه العالم يعني فيه ظلمات كثيره نحن كافارقه في بلداننا ما محترميننا ما عندنا احترام وحتى رؤسانا دكتاتورين والدول فقيره يعني الدول الفقيره يعني الشعب ما محترم منه حتى لو مشيت اي هاجرت اي بلد ما بيحترموك على حسب الدوله فقيره ما في اقتصاد ما في اي حاجه انا لو استطيع اغير كل شيء يعني في افريقيا يعني. بارك الله فيك يا محمد شكرا